Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar sollen wir für einen Regisseur, von dem Michael ein riesiger Fan ist, einen Schauspieler und einen Regisseur ranschleppen, die beide so ein bisschen, ja, nicht so ihren, nicht richtig ihren Job machen. Von dem her holen wir sie mal ran. Wir sind jetzt, glaube ich, auf der Suche erstmal nach dem Schauspieler. Und mal gucken, wie weit wir da fahren müssen. Boah, durch die halbe City. Aber wir haben ein schnelles Auto. Von dem her kein Problem. No problemo. So. So, jetzt sind wir hier auf einer schönen Geraden. Wenn wir mal ein bisschen unsere Höchstgeschwindigkeit ausspielen können. So. Was? Aber hier fahren gerade wieder geile Autos. Einige geile Autos. Wobei nachts eigentlich selten wirklich geile Autos sind. Oh, das hat richtig gut gepasst, ey. Und die... Direkt danach fahre ich in einen rein. Boah, alter Schwede. Oh, das war ein brutaler Tod, ey. Oh, oh mein Gott, ey. Krass, Mann. Wie ich den zerquetscht habe am Pfeiler. Ich würde gerne mal ein Rennen fahren, ey. Mit dieser Karre würde es bocken. Wie manchmal einfach der Gang nicht reingeht, wenn man so einen Mega-Crash gemacht hat. Ich dachte, ich fahre da einfach mal durch den Zaun. Was ist? Geht nicht. Geht nicht! Was soll denn das hier werden, ha? Johnny, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet. Okay? Let's go. Erreiche den Hubschrauberlandeplatz ohne Rocco zu alarmieren. So, dann gehen wir einmal hier rüber. Was war das denn? Warum ist das gerade umgekippt? Krass, habe ich den direkt mit einem Kick getötet? Wie nice war der denn? Nicer Kick. Ach so, da. Okay. Hey, you are. Mr. Richards has been worried sick. Club ain't open, Snowbird. Who's this jackass? Hey, you. Oh, turns out these guys are in love with their contract. So
they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! Oh, gar nicht so schlecht. Alter. Ich weiß ja nicht, ob ich ihn töten soll. Deswegen habe ich extra ein bisschen vorsichtig gemacht. Aber gut, dann kill ich ihn halt. Violence always makes me want to use. Na, was willst du, hä? 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 Was ist dein Problem? Komm, steh auf! Ja, steh auf! Was ist denn los mit dir, Kollege? We're gonna make a new deal. You leave my people alone, and I don't toss you off this roof. All right, yeah. Okay, sure, man, sure. All right. Let's get back to the lot. Okay, und der Schauspieler ist hier drin, oder was? Ist das der eine von denen? I don't know who you think you are. Look, you can bully him, but you can't bully Talent, buddy. We are not shooting until I get a new deal. Can't bully Talent? Just watch me. You're gonna be a good boy when I'm done. Wo sollen wir hin? Da hinten? Dann fliegen wir mal da hinten hin. Ich weiß noch nicht, warum wir zum Flughafen sollen, aber gut. Besser ist es. Da ist wenigstens irgendwas markiert. Ach komm, so schnell ist es nun auch wieder nicht. Okay, ich dreh mal lieber weg. Nicht, dass wir gleich noch Probleme kriegen. So, wo war denn das Studio? Scheiße, Mann! Jetzt werden wir verfolgt schon wieder. Das geht mir ja mal richtig auf den Sack. Warum habe ich jetzt so eine scheiß Ansicht? Ach so. So, wir haben sie abgehängt, sehr gut. Genau, so sieht's aus. So, wir fliegen hier mal mitten durch die Hochhäuser. Mitten durch die Towers. So, guck dir mal die Autobahn da unten an, Alter. Was für eine breite Spur. Also,
vierspurig, ne? Auf beiden Seiten. Das ist krass, ey. Das habe ich in Deutschland. Ich glaube, das gibt es in Deutschland gar nicht. So, wir müssen hier landen. Ich versuche mal runterzukommen. Huch, sorry. Hä, war nicht Viereck zum Landen? Ne, X anscheinend. Anscheinend X. Oder? Nein! Ich Idiot! Scheiße! Oh, Alter! Oh, Mann, Alter. Ich war gerade nur versuchen, am Durchprobieren von allen Knöpfen und dann habe ich aus Versehen auf Dreieck gedrückt, Alter. Ich dachte jetzt auch nicht unbedingt, dass er dann wirklich die instant aussteigt. Ah, nervig. Ich weiß nicht mehr, wie man runterkommt, Alter. Warum ist es denn bei jedem scheiß Auto oder jedem scheiß Mist wie anders, ey? Das ist doch echt zum Kotzen, Mann. Wo waren die großen Gebäude? Da fliegen wir schon mal in die Richtung. Ja, ich muss jetzt trotzdem wieder rausfinden, wie man hoch und runter fliegt. Echt kein Plan, wie man runterkommt, ne? Also, jetzt. Jetzt hab ich's. Okay, jetzt hab ich's. Sehr gut. Jetzt können wir weiterarbeiten. So kann man arbeiten. So, wir kriegen das hin. Ich weiß mir jetzt gerade irgendwie nicht ganz sicher, wo wir hier parken sollen. Steig wieder in den Hubschrauber. Ich hab doch hier perfekt gelandet. Bin doch hier perfekt gelandet. Oh, das war knapp.
Hier gibt's doch gar keinen Hubschrauberlandeplatz. Ich stand doch fast genau da. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen, Alter? Ich war doch fast genau an der Stelle. What a wonderful surprise. Anton, my boy. You're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love you. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Michael. What can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Ah, hell yeah. Jawohl! Ja, Leute, und wir machen an dieser Stelle eine Pause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr GTA 5 sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.